Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. So, ich bin jetzt noch gerade dabei, St. Matthäus, Matthäus zu erkunden. Ich habe hier noch ein offenes Fragezeichen und renne gerade ein bisschen hier durch den Hafen und dann durch die Straßen. Und dann machen wir uns natürlich wieder ans Werk. Ich würde dann aber noch einen Abstecher bei meinem Haus machen, weil mich nämlich interessiert, ob wir hier in Matthäus die Aufgabe von Vasco erledigen können. So, ich habe hier alles erledigt. Kaserne der Groschengarde. So, wo ist denn mein Haus? Da. Immer schön alles finden, alles suchen. Oh. Wir haben einen Brief. Brief des Sekretärs der Botschaft, Eure Exzellenz. Eine Gruppe von Einheimischen kam in die Botschaft und bat darum, euch zu sehen. Da sie euch nicht finden konnten, baten sie mich, die Position eines Waldes zu übermitteln, wo sie hoffen, auf euch zu treffen. Sie erscheinen mir mit Verlaub recht gereizt und angriffslustig. Deshalb solltet ihr auf der Hut sein. Meine hochachtungsvollen Grüße. Interessant. Geh in den Wald bei San Mateus, um dort mit den Eingeborenen zu... Ja. Werde ich tun? Vasco. Desarde. I'd like to know more about my family. I need to know what became of them. Could you accompany me to see Lady Morange? I'm afraid that without you, she may refuse to give me any information. But I see you're already busy with something else. Come find me again when you're available. Did you want anything else? Do you wish you were never given to the Nauts? How could I not be regretful? I never got to experience a mother's love or a lavish youth. Don't you have any happy memories? I do. Of course I do. For example, I remember the first time I climbed up the shrouds. The incredible view, the dizziness, the sensation of complete freedom. It was an unforgettable moment. I can only imagine how you felt. But it sounds amazing. It was. I wouldn't trade that memory for all the gold in the world. Thank you, Desarde. You've given me a lot to think about. Did you want anything else? Ja, konnte man noch etwas? Von seiner Familie gehört hat. Had you ever heard about the Darcys before? No, I had not. As you know, there are many noble families in Serene, and there was a time when a lot of them had to give a child to the Nauts. Dass sie sicher stolz auf den Mann wären, der er heute geworden ist, mit dem wir über die Darcys reden. I am certain that they would be very proud to see that their son is now a famous captain. I doubt it. Once we're taken away from our homes, we become anonymous. The nobility see the Nauts as nothing more than a necessary evil. We are no longer their children. Did you want anything else? Okay, das hat nichts gebracht. I must leave you. Ah, wer möchte denn noch mit mir reden? Honor Manawi, do you need something? I must leave you. See you later. Ich denke, es gibt jedes Mal nach ein bisschen Quest, gibt es wahrscheinlich irgendwie die Möglichkeit, mit jemandem weiter zu reden. Greenblood, my friend. Do you need something? Wir sind jetzt seine Freundin. Aha. Ich will ihn befragen bezüglich seiner Rolle als Waffenmeister, seiner Familie. Ich weiß gar nicht mehr, was ich... Oh, siehst du? Oh, was für ein... Was er für Rainer gefühlt hat. Ach so, ja. You seemed really attached to Rainer. He brought some memories back. I was a bit like him at his age. And I felt responsible for his well-being. After all, I recruited him. Why? Don't tell me you're jealous of this poor kid. Mm-hmm.
ihm sagen, dass du dich gefragt hast, ob zwischen ihnen mehr gewesen ist. Also, ich merke jetzt so langsam, ich muss halt erstmal wieder reinkommen und allgemein erstmal so ins Spiel. Und ich merke gerade, dass das wirklich ist wie bei Dragon Age Origins. Also man kann wirklich nicht alles abfragen. Das habe ich gerade bei Vasco gemerkt, dass mit der mit den Erinnerungen zum Beispiel habe ich jetzt einfach nur ausgewählt, weil es die erste Frage war. Ich hätte auch die anderen mal angucken sollen. Ich wusste aber nicht, ich dachte, ich hätte alle mal abfragen können. Jetzt haben wir hier wieder das... Moment. Müde. Jetzt haben wir hier wieder die Sache, dass wir jetzt wieder so drei Sachen haben und man halt entscheiden muss, welche Sachen man halt fragt und dementsprechend reagiert halt diese Person auf dich. Ihm sagen, dass du dich gefragt hast, ob zwischen ihnen mehr gewesen ist. Ihn fragen, ob er jemals daran gedacht hat, Kinder zu haben. Ihm sagen, dass es darum ging, ihn besser zu verstehen. Ihn fragen, ob er jemals daran gedacht hat, Kinder zu haben. Ja, komm. Not at all. But your attitude towards him seems almost fatherly. I wondered if you ever thought about having children. not really. I'm a soldier's child. And I wouldn't wish that on my worst enemy. But never say never, right? Anything else? Ihn befragen bezüglich seiner Familie. Wollen wir das nochmal? Nein. Ach, ob er erfreuliche Kindheitserinnerungen hat. Ja. You told me that you enlisted at a very young age. But do you have any pleasant memories of your childhood? Some, yes. Why? What kind of memories were you thinking about? Ihn nach seiner ersten Liebe fragen. Es geht, irgendwie drängt mich das Spiel, was mit Kurt anzufangen. Ich weiß auch nicht. Ihn bitten, dir von einem glücklichen Augenblick zu hören, ihn nach seiner ersten Liebe fragen. Ja. Why don't you tell me about your first love? There isn't much to tell. It was pretty soppy, like most childhood flings. You know what I mean. I think I remember you making eyes at some dandy not so long ago. Oh, Kurt, how can you be so naive? I was only looking at that young idiot to make you feel jealous. Please, you were but a child. You weren't into old geezers like me back then. Anything else? Ooh. Entschuldigt. Ich muss, es ist irgendwie, weiß ich nicht, eigenartig. Gerade so sagt so, du warst doch noch ein Kind und so alte Knacker wie mich und so. Ich meine, man sieht, dass er älter ist als sie, aber... Das hat mich ja bei Dragon Age Inquisition immer so an die Romanze mit Blackwall gestört. Blackwall wirkte so viel älter und, ich sag mal, reifer. Deswegen hatte ich echt Probleme mit dem, eine Beziehung einzugehen. Jetzt nicht, dass ich jetzt, jetzt sage, ältere Männer sind jetzt nicht so. Also ich zum Beispiel, ich bin jetzt 29 und ein Hund ist gerade wach geworden. Ich zum Beispiel, ich stehe auch auf ältere Männer, aber wenn es zu dem Zeitpunkt geht, so 20 Jahre älter oder was weiß ich nicht, was 15 Jahre älter oder sowas, 10 Jahre älter geht noch, nehme ich noch im Kauf, wirklich, aber das muss dann wirklich auch Liebe sein und weiß ich nicht. Also das ist so, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ne? Ich sag mal so, ich meine, ich kann zum Beispiel prinzipiell nichts mit Männern anfangen. Also mit Männern anfangen, die im selben Alter sind wie ich und die jünger sind als ich. Weil, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, so die sehen den Sinn des Lebens noch nicht so. Und ich als Frau, ich möchte halt eine starke Schulter haben, an der ich mich anlehnen kann. Und ich möchte wissen, dass man mich dass der Mann, mit dem ich zusammen bin, dass er mich versorgen kann und alles so. Also das heißt jetzt nicht, dass man dass nur er arbeiten gehen soll oder so. Aber ich weiß nicht, irgendwie kommt da so dieses Nestbausyndrom.
Ja, bei Frauen ist es wiederum anders, ne? Also ich mag zum Beispiel keine älteren Frauen. Ich mag lieber Frauen, die im selben Alter sind wie ich oder die ein bisschen jünger sind als ich, ne? Aber das ist, ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich an sich schon sehr reif bin und dann... Ah, so würde ich das jetzt mal sagen. Okay. Ach so, Tell me about your family. Were your parents in the guard as well? Yes. And to be truthful, I never knew them. I was entrusted to a wet nurse, a prostitute who followed the troops. I remember her. She was sweet and a good person. She may be the only one who showed me any kind of affection. But that didn't last. As soon as I could hold a wooden sword, I was given a real one and sent to training. Anything else? Ja, das war's dann. I must leave you. So, der gute Vater hier, der Petrus, der hatte auch noch was zu sagen, oder? Den kann ich aber noch gar nicht ansprechen. Siora schon, aber doch jetzt. What can I do for you, my child? Das ist zum Beispiel viel zu alt. What was your role at my uncle's court? Were you already an ambassador? No. But I was part of the embassy. I had only just started my career as a diplomat back then. Teleme was hoping to convert the congregation, and they had sent me to spread the word. I tried to teach you some of the basics because you had a predisposition for magic, but you were so young. You preferred to run around the halls with a wooden sword in hand, chasing your cousin. I will see you later, Father. Take care, my child. Oh, kann er bitte aufhören, immer my child zu sagen? Oh. So, dann gehen wir mal jetzt nach draußen. Wir sollen ja jetzt ein spezielles Wald, ein spezielles Waldstück finden. Moin, Jürgene. Was ist denn los mit mir? Da ist auch noch was. Ja, machen wir das, komm. Da ist überall noch was, ne? Also man kann hier noch echt viel erkunden. Na ja, irgendwann. Ich gehe hier nicht, ich glaube, ich gehe hier nicht auf hier, um alle, ohne irgendwas, also ich muss alles gesehen haben hier. Das ist nicht der Wald, nein, das ist er nicht. Ich glaube, Siora müssen wir mitnehmen als Hilfe. Und den Vater bestimmt da, also diesen Petrus bestimmt um, weil der das untersuchen soll oder so. Würde ich jetzt mal behaupten. Mein Gott, wo ist denn der Wald? Da hinten? Ich meine, wir haben ja da ein Dorf gesehen. Ich weiß ja, wo es hingehen soll. Aber ich glaube, ich bin schon viel zu weit. Ich kann ja gar nicht hier weiter weggehen. Hä? Geh in den Wald bei San Mateus, um dich dort mit den Eingeborenen zu treffen. Ja, aber ich kann hier ja nicht in den Wald gehen. Ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Ich gehe jetzt einfach mal. Ich reise jetzt einfach mal. So, jetzt kann ich wieder weiter.
Verstehe das nicht. Dann reise ich jetzt bis zu den... Jetzt muss ich erstmal wieder warten. Bis oben rechts immer steht, dass man den Weg jetzt weiter, also dass man jetzt weitergehen kann. Da. So, jetzt bin ich an meinem Wohnsitz. Ich kann da oben gehen. Und was finde ich da? Nichts. Außer ein Bett. Ich finde das geil, dass ihr alle hinterher rennt. Ich gehe jetzt so in diese Richtung. Vielleicht finde ich so den Wald. Ich denke... Ach, ein Hirsch. Ach, guck mal. Oh mein Gott, der macht da gerade Haie. Oh. Jetzt haben wir ihn geweckt und der haut direkt durch die Steine ab. Durch die Steine, wie Outlander. Ist ein riesiges Biest. May the Enlightened protect me in this battle. Found it, Dara Grimaderendam. Your magic is running out. Take a potion. Meine Güte, nee. Was für Viecher. Das war ein Hinterhalt. Die wollten, dass wir von den Viechern gefressen werden. Hä? Oh, Leute, ich hab da echt keinen Nerv mehr dazu, ne? Ohne Scheiß. Kann ich hier hoch? Bin ich jetzt doch nicht mehr richtig. Was ist das hier für ein Ort? Bin jetzt nicht mehr richtig. Da kann doch nicht mehr wahr sein, ey. So, ich muss jetzt hier. Das habe ich jetzt hier. Da muss ich den Weg jetzt hier rein. Nein. Ich muss hier runter. Hier ist auch noch ein Weg. Da sind sie. Be wed. Gwes. Please. I come because of a message that was sent to me. Wait. This is the Onol Menawi of the Lugeid Blau. The one we wanted to talk to. Die Blau. By the Enlightened. Look at this body. These people have killed an Inquisitor. And they probably made us come here so that we too meet the same fate. I doubt it. They would have attacked us immediately. Let's see what they have to say to us.
I came following the instructions you had left the secretary of our embassy, but I wasn't expecting to find you near the corpse of a member of the Ordo Luminis. And we didn't think that the Anol Menawi we were told about would come with another son. Stop! This one is different. And we need their help. We were told that there was a woman different from the other Enaikse amongst the Lugeid Blau. Someone who sometimes helped our people. This is why we talked to the man in the large house. But we don't really know who you are. My name is Desarde. I'm the legate of the congregation. It means that I'm in charge of the diplomacy with the other nations. And yes, I have helped your people a few times. A diplomat is someone who talks, right? Not someone who fights. I know how to fend for myself, if that's your question. But will you tell me why you made me come here? 2 nights ago, we attacked a group of Red Sons who were taking away some of our people. Many of them fled. But we captured this man, and we made him talk. We wanted to know where they took our brothers. And he talked about a secret camp. Why would the Inquisition take natives to a secret camp? To confuse their minds. They torture them until they renounce the truth and praise the sun. This Red Sun was mocking us. He said they would burn us, like the others. He had killed some of my brothers. So I killed him. I don't have a lot of affection for the Ordo Luminis. But I doubt this man deserved such a fate. And did our people deserve to be burned? No, of course not. That's not what I meant. If what you say is true, then indeed, we cannot let the Inquisitors continue. But because you killed them, we can only take your word for it. Maybe not. The Red Sun had a key on him, and also some words sealed in bark. We do not know how to set them free, but the Renaigse do, don't they? The letter ordered this man to join the escort party of a group of captives. This partly confirms what you told me. Do the words say where the camp is located? No, but the address of the Inquisitor is written. What is an address? This is how we refer to the place we live in. I suppose the key you found is the key to his door. So you can go to his house and look for more words? I suppose so. You must do it, or the suns will keep burning our people. What's your opinion, Petrus? This warrior isn't wrong, even though I disapprove of her methods. If we let the Ordo Luminis continue to do this, we will have the same problems with the natives as the Alliance. Very well. I will go visit this man's home. I will come back to you if I learn anything more. Hurry! Our brothers may be dying in the meantime. Okay. Dann... Go back to town. We'll wait for you here. We need to know where they are taking our... Ja, ihr könntet auch mal ruhig an einem Ort warten, der nicht so versteckt ist, ey. Hätte ich die Viecher ja gar nicht töten müssen. Es war natürlich klar, dass der... Uhala! Oh, kann ich hier ins... Ich kann ja nicht ins Wasser, ne? Das ist so grausam. Die machen hier so schön was... So ein schönes Wasser und man kann da nicht rein. Dann wollen wir mal zu dem Typen nach Hause. Also hat sich das schon rumgesprochen, dass ich anders bin. Und ja, was hat das zu bedeuten? Aber wir wissen ja immer noch nicht, wer unser Vater ist. Sorry für diesen kleinen Cut hier. Ich habe ein Problem. Und zwar ist ja mein derzeitiges Aufnahmeprogramm Bandicam. Aber das scheint irgendwelche Probleme mit diesem Spiel hier zu haben. Es ist seit Anfang an, dass das Spiel immer wieder entweder dafür sorgt, dass Bandicam die Aufnahme abbricht, oder Bandicam bricht von selbst die Aufnahme ab.
ich weiß nicht, so, ich höre auf einmal plötzlich so ein PC-Geräusch und zack, weg ist es. Und dann kriege ich es auch nicht mehr zum Laufen. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber es macht mich wahnsinnig. Ich nehme jetzt gerade zum ersten Mal mit OBS auf. Und hoffe, die Toneinstellungen sind so in Ordnung. Das werde ich jetzt gleich sehen. Ich werde jetzt nämlich noch die letzten 4 Minuten eben spielen. I have no qualms rummaging through the secrets of the living, but the dead on the other hand. I feel like I'm desecrating a tomb. Ja, um dann halt zu gucken, ob ich dann damit dann halt wenigstens Greedfall weiterhin aufnehme. Was mich nur ein bisschen irritiert, ich weiß nicht, ob man das irgendwo einstellen kann, weil ich kenne mich gar nicht mit OBS aus, dass mir nicht angezeigt wird, ob ich aufnehme oder nicht. Also sonst war ja bei Bandicam immer die FPS-Zahl und die war ja gelb und wenn man aufgenommen hat, war die rot und jetzt ist das da nicht und das irritiert mich total. Ich weiß auch nicht. Ich wollte das sammeln. Okay, ein im Haus vom Vater Claudius gefundener Brief. Claudius, lass mich dir zu deiner Arbeit und deinem unerschütterlichen Einsatz für unsere Bekehrungslager gratulieren. Durch dich und deine Hingabe konnten wir Wilde ins Licht führen. In deiner Truhe in unserem Hauptquartier findest du einige neue Einzelheiten und Anweisungen zur Fortsetzung unserer Mission. Möge der Erleuchtete dich schützen, Inquisitor Honorius. This letter mentions a secret camp. Apparently our man was involved in its creation. It also talks about a chest he would have had, in the quarters of the Order, here in San Mateus. We may find clues there that will allow us to discover the location of the camp. If this chest exists, there must be a key. It has to be here. Let's continue searching. Ja, und wieso mache ich das jetzt hier so eben schnell und weiß auch, wo der Schlüssel liegt? Ich habe diese kleine Szene schon sehr oft gespielt. Ich habe zig Aufnahmeprogramme ausprobiert und es ist immer wieder... Dann kann es eigentlich auch nicht an Bandicam liegen, wenn die anderen auch alle abbrechen. Also dann kann es eigentlich nur am Spiel liegen. Naja, ich werde mal sehen. Key. Most likely the key to a chest with the emblem of the Ordo Luminis. I don't think we'll find anything else here. Let's leave and see what this chest contains. Hey, you! Who are you? And what are you doing in Father Claudius's home? Desardes. I'm the legate of the congregation. My colleague has been away for the last few days. May I know exactly what it is about your status as a diplomat that gives you the right to enter his home in his absence? To be truthful, my friend is only accompanying me. I am the one who was visiting this home, precisely because I was hoping to find out where Father Claudius might be. I was sent by the Cardinal Mother, of course. Really? Well, I find that very strange. Why would the Mother Cardinal ask that some strangers who do not belong to our order try to find him? How would we know? Perhaps you'd like us to go find her together. I'm sure she'll be delighted to see how you've been treating the representative of one of her allies. That won't be necessary, but know that I am keeping an eye on you. As you wish. I hope I don't see you again, Father. This snake gave up too quickly. I suspect that we'll soon meet our new friend again. We should make use of this moment of respite to go visit the quarters of the Order and find the chest there. Let's hope they aren't infested with members of the Inquisition. So, ja, das war jetzt meine kleine Testaufnahme. Ich gucke jetzt mal, ob es geklappt hat, aber ich muss mich ja sowieso verabschieden für diese Folge und ja. Wünscht mir Glück, hoffen wir das Beste. Tschüssi.